Hallo und herzlich willkommen zum Review des Samsung Serie 5 Ultrabooks. Ja, das ist hier die Verpackung, so sieht sie aus. Und da ist auch das Ultrabook. Zum Lieferumfang gehört ein Ladegerät, das wirklich sehr klein und schmal ist, das auch portabel ist. Und noch ein VHG-Adapter-Anschluss. Ja, mehr ist auch nicht dabei beim Umfang. Und kommen wir dann gleich zum Ultrabook. So, wir gucken uns mal äußerlich an, das Ultrabook. Hier vorne steht Samsung, oder so rum besser gesagt. Ja, dann von der linken Seite sehen wir hier ein LAN-In, hier zum Aufladen des Ultrabooks. Ups. Hier haben wir ein USB 3.0, HDMI, hier nochmal Kopfhörerausgang und Mikrofoneingang. Von der vorderen Seite gar nichts, von der rechten Seite sehen wir nochmal zweimal USB 2.0 und ein SD-HC-Kartenslot. Von hinten ist gar nichts, soweit die Anschlüsse. Vielleicht noch allgemein zu den Messwerten. In der Länge beträgt es 31 cm, in der Höhe, also in der Breite hier nochmal 21 cm und es ist ungefähr 1,7 cm dick, also wirklich ein wirklich dünnes Ultrabook. Als Betriebssystem ist da jetzt ein Windows 7 Home Premium mit 64-Bit Edition drauf. Die Samsung Serie 5 gibt es in drei verschiedenen Farben. Einmal hier in Grau, wie ich das habe, oder in Pink oder noch in brauner Farbe. Im Ultrabook taktet ein AMD A6 4455M Prozessor mit 2,1 GHz Dual-Core und es hat eine halbe Terabyte Festplatte drin verbaut und als Grafikkarte ist die AMD Radeon HD 7500G verbaut. Ja, zum Prozessor, also ich finde, das ist nicht wirklich ganz stark, also man kann jetzt damit nicht irgendwie Videos bearbeiten, schneiden und rendern oder irgendwelche größeren Programme damit betreiben oder auch eben Spiele spielen oder so, das ist leider nicht dafür geeignet, dafür ist die Grafikkarte und auch der Prozessor einfach viel zu langsam, aber ich finde, es eignet sich wirklich super gut, um ja, Videos zu schauen, surfen oder so, das geht alles problemlos, auch hier chatten oder mit einer Webcam eben skypen oder so. Auch ein Mikrofon ist hier unten verbaut, das sieht man jetzt vielleicht nicht. Dann machen wir auch mal das Ultrabook mal auf oder Notebook, wie man es halt nennen möchte. Und da sehen wir auch, in ungefähr 3 Sekunden ist es auch erwacht und man... Ja, es ist halt betriebsbereit in 3 Sekunden. Wenn man das Notebook jetzt oder Ultrabook ganz neu startet, dann braucht es ungefähr maximal eine halbe Minute, maximal. Also das ist wirklich sehr gut, also sehr schnell, finde ich. Und ja, dann gleich zum Display. Da sehen wir das. Es ist ein 13,3 Zoll TFT-Bildschirm. Das Display ist matt und hat seine LED-Hintergrundbeleuchtung. Und ja, soweit zu dem Display. Das kann man natürlich hier auch dunkler stellen und heller. Ich finde, das ist echt ziemlich hell, auch wenn man draußen ist. Damit kann man wirklich sehr gut Filme schauen oder auch surfen. Gucken wir uns mal das Ultrabook etwas genauer an. Die Tasten vielleicht. Also der Druckpunkt ist wirklich nicht tief, also man muss nicht tief reindrücken. Es sind wirklich sehr angenehm, die Tastatur, finde ich. Auch hier das Multi-Touchpad ist wirklich sehr groß, also man kann auch mit 2 Fingern bedienen oder mit 3 Fingern sogar. Das Touchpad, das reagiert sehr gut, weil das auch eben so groß ist, kann man das ganz angenehm alles bedienen. Und ja, zum Akku kann ich vielleicht noch was sagen. Es ist ein 4-Zellen Lithium-Ionen-Akku mit 6100 mAh, das bis zu 4 Stunden halten dürfte. Also wenn man jetzt ganz normal surft oder Musik hört und was weiß ich was alles noch so, dann hält es ganz locker die 4 Stunden durch. Wenn man jetzt vielleicht die ganze Zeit Videos guckt, dann etwas weniger, aber ich würde schon sagen, rund um die 4 Stunden hält der Akku auf jeden Fall. Ja, kommen wir langsam mal zum Ende und zum Fazit. Ich finde, das Ultrabook ist wirklich ultra leise. Es ist portabel. Man kann es wirklich mitnehmen. Also mit 1,5 Kilogramm fällt es auch kaum ins Gewicht. Und es ist auch wirklich sehr schnell betriebsbereit. Wenn man es jetzt eben
wieder öffnet und gleich wieder weiterarbeiten möchte. Es ist sehr schnell bereit. Das Design gefällt mir wirklich super. Es ist wirklich sehr schön verarbeitet. Und ja, das Display ist wirklich schön hell. Es ist matt und gefällt mir auch. 13,3 Zoll, passt perfekt. Und ja, der Akku hält auch ordentlich lange. So soll es auch sein. Und für 550 Euro finde ich, dass es ein ja wirklich gelungenes Ultrabook ist. Danke fürs Zuschauen und bis zu einem weiteren Video.